begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Train Fever. Ja, wir waren ja in der letzten Folge ganz fleißig, haben hier eine neue Zugstrecke eröffnet, beziehungsweise auch in der letzten Aufnahme unsere Straßenfahrzeuge endlich bekommen und schon die ersten Linien zusammengestellt. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier in Christiansen noch gar keinen Bus haben. Es kann auch sein, dass ich das bauen wollte hier, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das machen wir jetzt einfach mal. So, da sieht er ganz gut aus. Och, was ist denn hier los? Wenn ihr gerade leichte Motorradgeräusche im Hintergrund oder Moped-Geräusche im Hintergrund hören solltet, tut es mir leid, mein Fenster ist offen. Das Wetter ist so schön, da wollte ich es nicht zulassen. So, das hier kann eigentlich weg, aber naja, verbinden wir es halt. Ich werde auch in der Folge mal so ein bisschen Straßenbau und Stadtbau vorantreiben. Aber gleich erstmal den Bus bauen. Hier, also die Buslinie, nicht den Bus selber. Den Bus selber will ich nicht bauen. Eine Buslinie muss her. So, dann halten wir hier. Hier kann ich gleich mal eine doppelte Haltestelle machen. Dann da lang. Da lang. Halten wir mal da. Hier noch einmal. Dann halten wir da noch einmal. Ja, und dann fahren wir hier so zurück über zwei Haltestellen. Perfekt. Neue Linie. Ich will kein Pink, ich will ein Orange. Bus Christiansund ist... Oh ja, gut. Das geht natürlich auch. Bus Christiansund. Richtig, richtig. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Na, komm. So, gleich produktiv sein ab der ersten Minute. Das ist immer gut. Und dann geht's wieder daran. So. Da ich, wie ich gehört habe, oder wie mir geschrieben wurde, Straßenfahrzeuge selbst ihren Takt einstellen, sage ich jetzt einfach, macht mal. Ich verziehe mich jetzt hier zum nächsten. Hier unten läuft der Bus nicht mehr so ganz. Der hat auch einen zu großen Takt. Deswegen wirst du jetzt erstmal hier in Rente gehen und du auch in Rente gehen. Und ich werde die Linie einkürzen. Du bist der Traumsobus. Also er macht keine Verluste, aber er hat einen viel zu was heißt vergessen? Eine viel zu lange Strecke so rum. Deswegen werde ich dich jetzt einkürzen. Ab die 9 würde ich rausnehmen, die 8 und die 7 auch. So, da haben wir eine kurze Strecke. Das reicht auch immer noch aus. Na komm. So und so. Jetzt müsst ihr mal gucken, dass ihr zurechtkommt. Und dann macht auch die Linie weniger Wind. Da passt auch der Takt bei den Fahrzeugen. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Hier oben passte das. Hier wollte ich ein bisschen Straßenbau machen. Hier war es genau. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier können wir erstmal die Straße ein bisschen aufrüsten. Und die schöne, ist aber so eine richtig schöne Straße dann hier, so Uferstraße, mehr oder weniger, die wir hier lang zimmern können. Können wir hier noch eine Brücke, vielleicht von hier, das geht sogar. Machen wir eine große. Machen wir am besten gerade. Lass mal auch gleich, machen wir Stein, machen wir Stein. Oh yeah. Ich möchte aber erstmal meine Steinbrücke bauen. Bitte, bitte, lass mich meine Steinbrücke bauen. Eine neue Lok. Das passt ja super, da können wir dann gleich noch Züge ersetzen. Das passt ja wie angegossen. So. Machen wir erstmal so. Die kommt hier drauf. Und dann können wir hier noch an der Zugstrecke so ein bisschen eine Straße lang legen. Oder auch nicht, wie das Spiel es auch will. Na, so will ich es sicherlich nicht. Wenn dann so. Genau, da kann ich es noch ein bisschen selber machen. Dann machen wir hier von hier unten noch die Strecke hier so lang und dann hier drauf. Aber lieber so, dass es ordentlich aussieht. Genau. Wie das sich hier in den kleinen Straßen dann verwurschtelt, ist mir jetzt relativ egal. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist mir jetzt aber gerade auch relativ egal. Werde ich gleich mal kurz gucken. Gib mir eine Sekunde. So, jeder vorlegen. Weiß, worum es geht. Hier können wir noch eine Verbindung schaffen. Und ich sehe gerade, oh, wir haben ein Problem.
Wie viel kostet denn das? Das geht noch. Ui, das ist teuer. Das geht auch noch gerade so. Wir müssen hier mal kurz pausieren, damit wir hier die Bahnhofsausfahrt frei haben. Das ist nämlich schlecht sonst, wenn die zugebaut wird. Ich hoffe, ich komme hier vorne über die... Ja, perfekt, ich komme hier drüber. Das wäre jetzt sonst nämlich ganz schön in die Hose gegangen. Komme ich hier viergleisig drüber, hier geht's noch. Und ja, perfekt. Ich komme viergleisig drüber. Das sieht super aus. Und schwupp. Ein Glück habe ich das jetzt noch gesehen. Das ist mir letztens schon mal aufgefallen, oder habe ich nichts gemacht oder es mir nicht gemerkt. Aber jetzt habe ich es ein Glück oder zum Glück noch gesehen. So. Da gehen wir dann hier weiter raus. So. Da haben wir das jetzt erstmal. Das jetzt erstmal. Wir haben eine neue Lok. Da kann ich hier auf diese Route, wo ja doch immer viele warten, schon mal neue Züge setzen. So. Dann gehst du jetzt erstmal ins Depot. Und habe ich hier irgendeinen Zug, den ich... Halt, stopp, langsam. Dich kriege ich nicht mehr ins Depot. Schade, dazu ist es ein Stück zu spät gewesen. Halt. Fahr schneller. So, jetzt darfst du auch ins Depot. Da kann ich jetzt nämlich die neue Lok nehmen. Schwupp. 1, 2, 3, 4. Und die dann hier drauf schicken, ganz einfach. Halt. Du darfst auch gleich ins Depot. Da kann ich dich schon mal verkaufen. Jupp. Sup, sup, sup. Und tschüss. Da kann ich hier nämlich auch nochmal die Kombination schon mal drauf schicken. Da mache ich hier nämlich einen Dreiertag draus. 1, 2, 3, 4. Du bist RB1. RB1. Da habe ich dann nämlich hier so einen schönen Takt. Musst du nur kurz noch warten. Damit der schon mal ein bisschen vorausfahren kann. Du kommst weg, logischerweise. Und dann kaufe ich mir dich noch einmal. 1, 2, 3, 4. So, dann lasse ich dich jetzt reinfahren. Wobei, nein, du wartest mal noch einen Moment. Ich will ja einen ordentlichen Takt haben. Wenn der am Depot vorbei ist, lasse ich dich reinfahren. So, jetzt ungefähr. Ich schicke schon mal los. Du musst aber noch einen Moment warten. So, da haben wir dann nämlich hier auch schon neue Züge. Was auch gar nicht mal so falsch ist. Die dann nämlich auch hier den Passagieransturm abdecken können. Das ist dann nämlich auch gar nicht mal so ohne, wenn hier nämlich jetzt schon wieder 65 Leute warten. Der fast wenigstens 48. Da kriegt er das wenigstens weg. So, wie viel hast du schon mit 48? Ja gut, das ist unter anderem den Grund geschuldet, dass ich hier gerade eben schon die Züge weggenommen habe. Was gibt es denn Neues? 25. Es gibt ja hier jetzt schubweise immer mehr Neues. Das ist ja richtig Hammer. Eine neue Lok. Was bist du für eine neue Lok? Gleich mal gucken. Ich lasse mal hier raus. Wo haben wir? Hier müsste ich bestimmt auch noch Züge verkaufen. Genau, einen verkaufen. Baureihe 58. Ich kann auch 65 fahren. Ne, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Außerdem ist die teuer. So. Was haben wir denn noch so Schönes? Hier habe ich das soweit schon mal gemacht. Dann können wir eigentlich schon ein bisschen uns daran setzen, die Zugstrecken schon so weit. Huh, was ist das denn? Pfui. Weg damit. Eine Kurve. Oh, wir haben jetzt auch schon diese Straßen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So, und hier die Fläche müssen wir irgendwie noch bewirtschaften, besiedeln. Das geht gar nicht, dass die hier so frei rumwächst. Mache ich das jetzt mal so und hoffentlich kann ich die noch... Ja, perfekt. Kann ich dann hier noch so eine kleine abzweigen lassen. Oder auch so, dann mache ich hier eine große rein.
direkt neben das Straßendepot. Muss ich leider das liebe Häuschen hier wegrupfen. Das tut mir ganz doll leid. Sucht euch einen anderen Wohnort. Hier dürft ihr bleiben, aber... Also vom Ort her dürft ihr bleiben, aber... Müsst euch halt eine neue Stelle suchen. Ja, das sieht hier jetzt auch doof aus. Hier die Kreuzung in... der Hinsicht. So, hier muss ich noch ein bisschen Arbeit machen. Hier die da dran. Dass sich da auch ja keine Häuser dran bauen. Das sieht sonst nämlich immer sehr bescheiden aus. So, genauso wie das hier sehr bescheiden aussieht. Dann doch lieber so ein bisschen gucken, dass sich die Straßen auch ordentlich oder die Städte auch ordentlich bauen. Muss man ja schließlich auch machen. Außerdem kommen da die Leute schneller. Habe ich so das Gefühl gehabt im Selbstexperiment hier, als ich das auf meiner eigenen Map gemacht habe, dass die Leute das schon eher annehmen. So und so. Und dann vielleicht noch hier mal noch eine Querstraße rein. Huch, das hängt. Jetzt wollte es mich nicht. So. Den Rest muss ich aber nicht noch machen, den Rest macht selber. So, das vielleicht noch. Das sieht Tromso auch wieder gut aus. Ah, hier könnte ich auch noch ein bisschen Straßenarbeit, Stadtarbeit machen wir heute mal. Komme ich hier? Komme ich nicht raus. Aber da muss halt... Wobei, hier geht es so extrem steil nach oben. Da will ich das nicht machen. Dann machen wir es mal so. Und mal so. So. Und so. Ja, genau so wollte ich es halt nicht haben. Aber so können wir das jetzt bauen. Da bauen die sich dann immer hin und her, daneben und so, und nein, das sieht hässlich aus. Ja, das sieht doch dann auch hier schon ganz gut aus in Kristiansund. Muss nur gucken, dass ich hier eine Grenze mache, damit ich mein Betriebswerk noch hinbauen kann. Machen wir es so. Und kann ich hier irgendwas hinsetzen, damit die sich nicht hinbauen? Ja, hier wohl eher weniger. Ich könnte Lärmschutzwände... Nee, Lärmschutzwände gibt es noch gar nicht. Also kann ich auch keine Lärmschutzwände setzen. So wie es aussieht. So, wo kann ich denn noch? Hier oben habe ich eigentlich soweit alles an Straßenbau gemacht, oder? Nein, nicht ganz. Komme ich hier irgendwie... Nein, komme ich natürlich nicht. Muss ich halt klein raus. Huch. Da wollte es mich jetzt nicht haben. Machen wir es halt so. Sieht auch ganz nett aus. So. Haben wir das. Haben wir dies, haben wir jenes. Gut. Wohin gehen die Gleise eigentlich? Einmal hier rüber und einmal da. Da muss man dann hier direkt da hinten über die Kreuzung so gesehen. Aber ich mache jetzt hier erstmal noch die Gleise, das Stück vor. Die einen können ja geradeaus dann weiterbleiben. Die gehen ja dann sozusagen hier schon fast in die richtige Richtung. Wobei eigentlich müssten alle hier vorne nochmal drüber. Warte mal, hier ist ein großer Berg. Da würde ich den vielleicht sogar direkt in den Tunnel schicken und die anderen dann... Dass ich euch jetzt hier abzwacke und sage... Ihr geht mal hier lang. Das ist ein dämliches Gebiet hier, was ich mir ausgesucht habe, muss ich ehrlich mal sagen. Und dass ihr hier direkt in einen Tunnel reinfahrt. So, Tunnel. Muss nur gucken, wo ich den hinführe. Der sollte möglichst nach... Holla, da muss ich ja eine 90-Grad-Kurve förmlich machen. Wobei, naja, nee, nicht unbedingt. Ich könnte das gleich nach da fahren lassen und das nach da. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, so war das auch ursprünglich mal geplant. Muss nur gucken, ob ich hier irgendwie, irgendwo mit meinem Tunnel wieder rauskomme. Irgendwo hier in der Nähe des lieben Städtchens. Auch wenn ich hier hinten rumfahren muss, das wäre eigentlich auch mal ganz praktisch.
Okay, das wird wohl eher nichts in diesem Städtchen. Dann muss ich doch hier rüber. Muss ich doch rüber. Ja, gut. Das gehen wir später an. Das Projekt. Das gehen wir einfach später an. Ich sage es jetzt einfach mal so. Wir waren schuldenfrei, genau. Wir können ja das Projekt dann erstmal machen. Hier verbinden. Das wäre, glaube ich, eher die sinnvollere Maßnahme. So, wo gehe ich da dann am besten? Ich glaube, ich gehe dann da hier durch. Hier raus. Heißt, ich komme hier so ungefähr drauf. Kann ich die Gleise auch gleich hier schon rüberführen. Am besten mit 120. Wenn das möglich ist. So.